Ja, ich bin hier in der Mauerstraße, gegenüber vom Haus Mauerstraße 8. Und hier sind zwei Schilder an einem Parkplatz. Denen sieht man an, dass sie definitiv aus längst vergangenen Zeiten stammen. Das eben war das eine. Und hier an diesem Durchgang, dazu gibt es auch ein separates Video, ist das andere Schild. Also aufgrund der Machart und der Patina tippe ich mal auf 50er Jahre oder 60er Jahre. Man beachte auch, dass da oben diese Kante drüber ist, die das Ganze ein bisschen vor der Witterung schützen sollte. Aber gut, das Ding hängt hier gefühlt oder geschätzt 60 oder 70 Jahre. Irgendwann hilft natürlich auch das nicht mehr. Erstaunlich, wie lange sowas hält. Ich frage mich immer, wenn ich sowas sehe, ob die Leute, die das damals vor 60, 70 Jahren hier aufgehangen haben, sich hätten träumen lassen, dass das nach so vielen Jahren immer noch hängt und immer noch seinen Dienst erfüllt.